Ich hoffe, ich bete inbrünstig, dass dieser Gegner, dass der nicht respawnt. Denn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann kam der hier auch aus dem Boden raus, ne? Also wir haben den, glaube ich, aus der Entfernung gar nicht erkennen können. Deswegen ist mir da auch dieser Fauxpas unterlaufen, dass ich gar nicht registriert habe, dass es sich hier um einen grünen Gegner handelt, sondern da einfach reingerannt bin und aufgehört habe zu quatschen, weil ich dachte, ich schneide euch hier sowieso raus. Hey, Schwarzrosennektar, wartet mal. Davon brauchen wir 5 Stück. Das heißt, dann kann ich mir schon mal einen Strich auf meiner Liste machen. So, oh, bitte noch mehr davon. Das wäre cool, wenn wir hier auch noch andere Sachen finden würden. Jetzt haben wir noch 3 davon. Das geht ja schnell. Also wenn das bei den anderen Items auch so schnell geht, dann würde ich das natürlich sehr begrüßen. Also jetzt bräuchten wir nur noch einen davon. Und ansonsten vermissen wir noch Parasitenöl und Schattenbaumsamen. Wow, okay, also Schwarzrosennektar haben wir jetzt erstmal genug, würde ich mal sagen. Edelmetall, guck mal, ist auch neu. Oh, ich glaube, Edelmetall noch so ein bisschen ganz vage im Hinterkopf zu haben aus unserem letzten Schmiedebesuch. Im letzten Part, ihr erinnert euch vielleicht, vielleicht war das auch schon der vorletzte, ich weiß nicht, wie lange jetzt dieser Kampf gegen diese hässlichen Weberknechte gedauert hat. So, ich muss mich jetzt hier erstmal ein bisschen orientieren. Also da hinten habe ich eine Mandragora gesehen. Wo bin ich jetzt hergekommen? Das, ah ja, genau, von hier, okay. Das heißt, ich habe jetzt nur noch einen Weg, weil da bin ich ja vorhin ein bisschen durcheinander gekommen, als ich hier wie blöde rumgerannt bin. So, oh, das sieht irgendwie ein bisschen gruselig aus, oder? Findet ihr nicht auch? So, hier haben wir jetzt eine Sackgasse. Der hat mich noch nicht anvisiert. Alles schön. Irgendwie sehen diese Steine aber so aus, als ob wir die irgendwie zertrümmern könnten, oder? Ich finde, die sehen irgendwie so, so plastisch aus. So anders als die ganzen anderen Wände und Absperrungen. Ja, na gut, gucken wir uns mal erstmal die Mandragoras an. Bis jetzt ist das noch halbwegs überschaubar, aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Ort, wo wir gerade diese Steinabsperrung gesehen haben, dass wir da zu einem späteren Zeitpunkt noch hinkommen können. Ach, seht ihr, jetzt habe ich vergessen, bei Ellen nachzugucken wegen der neuen Attacke. Das muss ich mir immer wieder in Erinnerung rufen. Ich habe da echt wieder so ein Gedächtnis wie so ein Sieb. Und ja, jetzt muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, dass ich ja irgendwann mal so ein Kampfmuster habe, dem ich jetzt wieder folgen darf. Ich habe es übrigens im letzten Kampf irgendwann geschafft, Glenis auch wieder zu beleben. Das heißt, sie hat auch davon profitiert, von diesen ganzen Boni, die wir da mitgenommen haben. Und wow, ich sehe schon wieder, worauf das hinausläuft. Also wir hatten diese Mandragora-Viecher. Also ich sag mal, die Familienvertreter dieser Gegnerklasse, die hatten wir schon ein paar Mal. Ob das jetzt allerdings explizit Mandragoras gewesen sind, weiß ich nicht. Bin ich schon wieder ein bisschen durcheinander, weil ich parallel dazu jetzt im Infinite Undiscovery den ja auch ab und zu mal über den Weg laufe. Also Mandragora ist, glaube ich, so ein universeller Gegner, den man irgendwie in jedem JRPG antrifft, oder? Also so habe ich irgendwie das Gefühl. Und ja, ich assoziiere die immer mit Zustandsveränderungen, aber daran ist nicht zuletzt Final Fantasy auch so ein bisschen schuld. So, ich würde mal sagen, hier improvisieren wir, hier machen wir sie fertig und hier, tja, wird mir nur Schrott angeboten, das heißt, wir kümmern uns hier um Statusveränderungen heilen. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen getröstet dadurch, dass wir jetzt so eine, ja, so eine gute Ausbeute bekommen haben aus diesem Kampf. Also ich habe richtig gemerkt, wie mit jeder weiteren Kavallerie in diesem ätzenden Kampf meine Laune immer weiter in den Keller gestürzt ist. Und ich habe da echt schon so Maßnahmenpläne in meinem Kopf mir zusammengereimt und mir überlegt, ob ich das nicht irgendwie abbrechen soll, ob ich den Gegner nicht vielleicht umgehen soll. Hab mir überlegt, ob ich nicht vielleicht neue Leute einstellen soll. Apropos neue Leute, das habe ich mir hier gerade als Notiz vorhin auch aufgeschrieben, sehe ich gerade. Guck mal, eine Mandragora haben wir gefangen. Da links liegt der oder sie. Oh, Pagus hat endlich Beleben gelernt. Und Bautzen bedient sich an der Glühfliege sehr gerne sogar. Oh, schaut mal. Liebesrose und großer Fleischfresserarm. Das finde ich doch mal überaus lecker, liebe Gegner. Da bekämpfe ich euch dann gerne auch noch in größeren Mengen. So, da hatten wir die Steinchen und da hatten wir auch noch einen Weg. Gut, ich hoffe, dass das jetzt hier in eine Sackgasse münden wird und dass wir vielleicht bald auch wieder einen neuen Grabungspunkt finden. Ja, Sackgasse wird mir schon mal erfüllt. Ach, schaut mal, hier werden wir später wahrscheinlich wieder die Möglichkeit haben,
eine Abkürzung zu erreichen. Und ja, Abkürzungen sind ja generell immer schon so ein kleines Indiz dafür, dass die Orte nicht gerade klein sind. Und ja, aber momentan habe ich hier noch meinen Überblick, denn es steht jetzt nur noch ein Weg zur Verfügung. Ach, wartet, bevor ich es vergesse. Ellen. So, mein lieber Ellen, du mit der Stimme von meinem geliebten Grimoire Weiß aus Nier. Ich glaube schon allein deshalb werde ich den niemals in diesem Let's Play jemals irgendwie auswechseln. Dafür ist mir das einfach irgendwie zu schön, wie der spricht. So, Doppelkraftgriffkunst. Ein Angriff, der Monster mit einem Schlag vernichten kann. Wow. Guck mal, da links ist der Text irgendwie. Der geht nicht weiter. Fügt allen Gegnern. Nee, ich krieg das leider nicht weitergelesen. Ich kann das auch nicht aktivieren oder so. Das ist dann irgendwie ein ganz blöder Fehler, der hier eingebaut ist. Aber schon allein die Tatsache, dass er die sozusagen instant deathen kann, macht das sehr, sehr attraktiv. Und ich glaube, er ist auch der Einzige, der diese Attacke bisher gelernt hat. Finde ich sehr, sehr cool. Würde mich mal interessieren, ob das dann auch in Bosskämpfen so funktioniert. Aber wahrscheinlich nicht. So. Also bei Spinnen jetzt neuerdings so meinen aus dem Boden geschossen zu kommen, bin ich momentan sehr, sehr vorsichtig. So, das war nur ein ganz kurzer, popliger Kampf mit nur einem Verband. Habt ihr nichts verpasst? Und die Riesenspinnen, die kann ich selber nicht mehr sehen seit dem letzten Kampf. Und dadurch, dass das ja alte Bekannte sind, brauchen wir uns die jetzt in einzelner Ausführung nicht anzugucken. Und irgendwie war mir klar, dass ich nach diesem Kampf direkt die nächste antreffen würde. So, diesmal sind das immerhin drei Verbände gewesen. Allerdings nicht der Rede wert. Wow, Emmy hat ihre Akalas Wut verbessert. Akalas, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht, aber das weiß ich irgendwie bei kaum irgendeinem Wort. Bei kaum einem Wort. So rum, ja, meine Deutsch-Skills lassen hier schon wieder sukzessive nach. Okay, das heißt, wir haben jetzt nur noch diesen Weg, der uns hier lang führt, aber hier habe ich schon einen Grabungspunkt auch vorhin aus dem Augenwinkel entdeckt. So, über Parasitenöl würde ich mich jetzt freuen und über Schattenbaumsamen, lieber Buddler. Parasitenöl, dreimal, sehr schön. Wir brauchen aber insgesamt vier davon. Oh, jetzt habe ich hier vier Striche gemacht, obwohl wir nur drei gefunden haben. Und ja, Edelmetall nehmen wir auch gerne mit. Rauer Trollstein ist, glaube ich, auch jetzt nicht so eine Komponente, die einem überall hinterhergeschmissen wird. Och nö, jetzt sind wir gerade so gut unterwegs und jetzt hast du hier einen Durchhänger oder was? Nein, ich möchte bitte noch mehr Parasitenöl, wenn das möglich wäre. Schattenbaumsamen scheinen wir hier nicht rausholen zu können. Och, Mann. Aber gut, man muss dazu sagen, dadurch, dass wir hier nicht direkt hingebeamt worden sind, werden wir wahrscheinlich, wenn wir diesen Ort verlassen, und da haben wir unser Parasitenöl auch komplett, dadurch werden wir wahrscheinlich diesen Ort auch immer wieder verlassen und neu betreten können, ohne dass die Mission abbricht, so wie wir das aus manchen anderen Missionen kennen, beziehungsweise eigentlich aus allen anderen. Oh nein, Weggabelung, ich mag dich nicht. Was sieht jetzt eher nach Sackgasse aus? Ich gehe mal erstmal hier lang. Ich werde mich bestimmt falsch entschieden haben. Nein, das ist doch mehr als sackgassig. Ja, und jetzt werde ich hier wieder von allen Seiten angegangen. Ist okay. So, haben wir hier noch einen blinden Passagier. Wow, ich habe hier irgendwie total was durcheinander. Ich blicke hier gar nicht mehr durch. So, hier lasse ich euch mal eben kurz drin. Können wir ja mal schnell zusammen machen. Guck mal, sind auch drei Verbände. Genauso wie vorhin, als ich im Grunde genommen nur ein Verband angegriffen hatte oder in den Kampf verstrickt hatte. Und ja, so mystische Künste 30, mystische Künste 41, mystische Künste 39. Ne, dann nehmen wir die mit den 41. Und hier nehmen wir die Kampfkünste mit den 41. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir das in einer Runde jetzt hier über die Bühne gebracht kriegen. Würde implizieren oder müsste implizieren, dass jeder Verband es schafft, einen Verband eigenständig aus dem Weg zu räumen. Ja, ich wollte gerade sagen, fast scheiterte Rushs Verband jetzt schon an dieser Herausforderung. Aber die haben es ja doch irgendwie noch gebacken bekommen. Ich bin gespannt, ob Davi das jetzt hinkriegt. Ja, die scheinen recht anfällig gegen den Windstoß zu sein. Vielleicht lag ich mit meiner Einschätzung vorhin auch total daneben, als ich gesagt habe, dass ich glaube, dass sie eher gegen physische Angriffe empfindlich sind, statt gegen Mystik. Aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert das bei den Standardgegnern über beide Wege ganz gut. Und guck mal, was die uns immer für Schrott hinterlassen. Sag mal, kriegen wir von den Riesenspinnen jetzt hier irgendwie keine seltenen Items oder so? So, hier haben wir auf jeden Fall einen schönen Grabungspunkt.
mit hoffentlich einem schönen Inhalt. Ja, einem neuen Waffenrezept, welches wir noch nicht besitzen. Sonst wäre es ja auch nicht neu, nicht wahr? So, und hier ein bisschen Kohle. Ja, also Geld ist jetzt momentan irgendwie meine geringste Sorge, wenn ich ehrlich bin. Haben wir hier irgendwo einen Grabungspunkt? Ist aber auch schwer zu erkennen. Also jetzt, wenn ihr euch das Video anschaut, vielleicht nicht, aber ich nehme das Ganze jetzt hier bei Tageslicht auf und habe jetzt zwar Lamellen im Zimmer, aber die sind jetzt nicht so abdunkelnd, dass ich sagen könnte, das ist das gleiche Erlebnis, wie jetzt, wenn ich abends oder nachts aufnehme. So, einen Weg haben wir jetzt noch offen und der wird uns ja wohl hoffentlich zu irgendeinem Grabungspunkt bringen, wo wir dann auch diesen dritten Gegenstand noch finden können. So, noch ein zweiter Gegner. Nö, wir machen hier aber den Kampf jetzt direkt vor einer Truhe. Ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir auch nicht alle Items aus irgendwelchen Grabungspunkten heraus. Ich glaube zwar schon, aber man weiß ja immer nicht, was sich die Entwickler so einfallen lassen, ne? Also vielleicht werden wir jetzt hier irgendwo auch in irgendeiner Schatztruhe oder so fündig werden. Ja, und Verband Nummer 3 glänzt schon wieder mit einer totalen Schrottauswahl. Und ja, die Mandragoras, die sind eigentlich total harmlos, glaube ich, wenn die ganz normal angreifen. Jetzt sehen wir gleich den Drachenhieb und können mal gucken, wie viel Schaden das austeilt. Ja, im Grunde genommen gar nichts. Also die sind wirklich nur dann, genau, wenn hier Lähmungsgas ins Spiel kommt, ne? Weil Lähmungsgas, das hatten wir, glaube ich, auch in der Aave-Klippe, da sind auch so eine Viecher gewesen. Und wenn die da anfangen, ich glaube, in der Aave-Klippe waren das die mit, die ihr natürliches Gas die ganze Zeit rausgehauen haben. Wenn die damit anfangen, dann ist hier echt nicht mehr lustig, weil das zum einen sehr viel Schaden austeilt und in der Regel immer irgendwelche Zustandsveränderungen bewirkt, die echt total ätzend sind. So, hier nehmen wir mal Statusveränderungen heilen. Ich wette, dazu kommen die gar nicht mehr. Weil wir jetzt die Mandragora, den Mandragora, das Mandragora, keine Ahnung, hier wahrscheinlich jetzt vorher schon aus dem Weg räumen werden. Und so ist das auch gekommen. Yay, 76 Ketten. Das sieht aus, als ob wir hier schon Verbände noch und Löcher aus dem Weg geräumt hätten. Haben wir ja im Grunde genommen auch. Aber, ja, es ist halt alles dieser eine kleine, hässliche, blöde, neue Hassgegner für mich gewesen. Und, ja, ich weiß nicht, ich habe immer nicht so die Bauchschmerzen mit schwierigen Kämpfen. Ich habe ja auch schon mehrfach verlauten lassen, dass ich diesen überaus schweren, immer noch sehr schweren bei Seekampf extrem schwer fand. Aber der mir trotzdem irgendwie Spaß gemacht hat, ja, weil das eben so ein einzelner Gegner gewesen ist. Yay, und endlich haben wir die Karte. So, also hier würde ich sagen, ist das noch recht überschaubar. Wartet mal kurz, wir sind doch von hier gekommen, ne? Ach ja, jetzt verstehe ich den Aufbau auch. Das heißt, wir haben jetzt hier nur noch eine Sackgasse und in dieser Sackgasse müsste dann eigentlich auch ein Grabungspunkt sein. Ja, und da sehe ich auch schon einen am Boden. Und da müssten wir eigentlich unser drittes Item finden, denn mehr Wege haben wir jetzt hier nicht mehr zur Auswahl. Ja, das sind jetzt genau 6 Verbände gewesen. Alles gar kein Problem. Das nimmt mehr Zeit in Anspruch, als dass es letzten Endes spektakulär ist. Aber wow, Paris hat Tarnung gelernt. Also Paris scheint auch ein sehr, ich sag mal, vielseitiger Zeitgenosse zu sein, wenn es um Kampfstile geht. Und ja, ich zerlege mal eine. Ah, schaut mal, Riesenspinnenaugen bieten die uns ja auch an. Ich glaube, die Riesenspinnen werden wir zukünftig alle mitnehmen können, denn deren seltenes Item haben wir jetzt schon zuhauf in unserem Inventar. Und das wird dann so unsere, ja, unsere Geldmaschine, unsere Geldmake-Maschine vielleicht sein. Also wenn die jetzt halbwegs viel Geld auch da lassen. Und wow, das sieht doch sehr... okay, das könnte sein, dass wir jetzt schon unser Soll erfüllt haben. Und so sieht das auch aus. Schaut mal. Todesdrachenknochen. Das scheint mir doch eine sehr seltene Komponente zu sein. Das ist mal richtig cool. Also endlich haben wir hier jetzt mal wieder einen Ort, wo wir wirklich schöne Sachen hier auch rauskriegen. Und von diesen Schattenbaumsamen hätten wir eigentlich nur 3 gebraucht. Gut, dass wir jetzt gleich 18 davon bekommen haben. Und ich würde jetzt fast sagen, dass ich die restlichen 3 Buddelzähler vielleicht eher so ein bisschen an den anderen Grabungspunkten verteile, wo wir bisher mit so einer riesigen Kette noch nicht so das Glück gehabt haben. Und ja, dann haben wir diese Mission eigentlich auch schon erledigt. Irgendwie ganz schön paradox, dass die größte Herausforderung hier so ein popliger grüner Gegner war und unsere eigentliche Aufgabe verhältnismäßig einfach gewesen ist. Aber ich glaube, dass wir irgendwann im Rahmen einer anderen Mission hier nochmal hinkommen werden, weil
Ich glaube, dieser Ort war größer. Ich habe den irgendwie als größer und auch als ätzender in Erinnerung. Vielleicht ist das unterbewusst auch noch als ätzend in Erinnerung geblieben, wegen diesem hässlichen grünen Gegner. Aber das weiß ich, das kriege ich jetzt nicht mehr so genau zusammen. So, und den letzten Punkt, den gebe ich jetzt aus in diesem ersten Grabungspunkt, den wir gefunden haben. Nee, eigentlich finde ich diese Mission ja ganz cool. Und wenn dieser grüne Gegner hier nicht gewesen wäre, das fällt mir echt schwer, das auszusprechen, ohne den gleich im Atemzug zu beleidigen, ja. Kostet mich total die Überwindung. Ja, wenn das nicht gewesen wäre, würde ich das eigentlich ganz cool finden. Auch wenn ich das hier vom Design her zu stark angelehnt finde an zum Beispiel die Gaslinhöhlen oder diese Siebenbuhrhöhlen, die wir hier schon das ein oder andere Mal aufgesucht haben. Da grenzt sich das ein bisschen zu wenig ab. Wow, wie war das nochmal mit Paris und Vielseitigkeit? Ja, von mir aus kannst du auch fallen lernen. Soll mir recht sein. Ja, bei Ellen tue ich mich immer so schwer. Also generell bei, guck mal, wer da ein Mystikmeister klingt, irgendwie mächtiger als Setz auf den Kampf. Aber eigentlich wollte ich ihn eher zum Kämpfer ausbilden. Ich weiß gar nicht, ob der mich das schon mal gefragt hat. Ach, ich nehme mal Mystikmeister. Beim nächsten Mal, wenn ich das nehme, dann oder mir das angeboten wird, nehme ich mal lieber die Kampfkünste. Um mein Training abzuschließen, muss ich wohl noch ein wenig Zeit mit euch verschwenden. Ja, danke für diese unterschwellige Beleidigung. Hey, sehr gut. Glenis nimmt sich eine neue Waffe, aber klar, kein Thema. Ja klar, dass du dich bedienen, liebe Glenis. Ich habe zwar in den letzten Folgen öfter mal über dich gepöbelt und viel geschimpft und so, aber wenn du dich jetzt hier bemühst, dich zu verbessern, dann nehme ich das natürlich als deinen Arbeitgeber dankbar an und honoriere das sehr, sehr positiv. Ja, keine Ahnung, ich bin immer total durcheinander, wenn die mich, wenn die von mir wissen wollen, auf welche Künste die sich spezialisieren sollen. Und ich hoffe mal, dass ich hier bisher mir damit nicht irgendwie irgendwas verbaut habe. Und jetzt bin ich mal gespannt auf die Belohnung, die wir bekommen. Fallshare. Das hat ja ganz schön lange gedauert. Nun, meine geliebten Zutaten, zeigt sie mir jeder Einzelne. Oh, schaut sie euch an, sie sind wunderschön. Hört auf herumzutrödeln und gebt sie schon her, sofort. Ah ja, da oben haben wir das nochmal eingeblendet, was ich hier als Notiz, ich höre nichts. Ja, ja, schon gut, was ich mir als Notiz hier notiert habe. Ja, als Notiz notiert, genau. Das ist es. Endlich habe ich die richtige Mischung von Zutaten gefunden, nach der ich so lange gesucht habe. Ich habe das Ergebnis mit meinen eigenen Lippen probiert. In der Tat, gute Medizin schmeckt bitter. Ja, ja, damit wird sogar diese Schönheit aus der Stadt mit dem süßen Mund in Ohnmacht fallen. Ha, ha, ha. Ha, du elende Schmalzlocke, ey. Du gehst mir jetzt schon so tierisch auf den Sack. Belohnung? Belohnung? Oh, nee, ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Wartet mal, ich guck mal kurz, ob wir hier vielleicht einen Hinweis bekommen. Oh, mir perlt der Schweiß von der Stirn ab. Nein, nicht vor Wut, liebe Leute, sondern weil es hier echt gerade so heiß ist. So ein bekloppter Vorschau aus Melfina hat mich irgendwie überredet, zu Ivalox Nest zu gehen, um einige spezielle Substanzen zu holen. Die ist aber noch laufend, die ist nicht abgeschlossen. Das heißt, den Typen werden wir irgendwo finden. Vielleicht ist er jetzt zu seiner Ollen aufgebrochen, der er das irgendwie überreichen wollte. Also wir können uns ja zwischenzeitlich jetzt so ein bisschen die Zeit damit vertreiben, dass wir ja einiges zum Verkaufen haben. Ich will mal kurz gucken. Seht ihr, hier haben wir zum Beispiel noch Handelswaren offen, sogar zwei Stück. Das heißt, wir können mal gucken, was sich hier tut. Boah, guckt euch mal bitte diesen Jackpot an. 7930. Wow, das sind fast 100.000 Goldstücke, die wir für die 10 bekommen. Und damit sind wir jetzt so ziemlich reich, würde ich mal sagen. Ja, die hier geben entsprechend weniger, was aber auch irgendwie zu erwarten war. So, dann gucke ich mal eben hier, wo ich eventuell 100 Stück habe. Ja, da ist auch ein bisschen was zustande gekommen. Verkaufen wir mal überall 50 davon. Alter Panzer. Sind das alles Teile, die wir auch von diesem grünen Gegner bekommen haben? Ich weiß das irgendwie nicht mehr. So, hiervon können wir dann 12 verkaufen. Hier muss ich jetzt nämlich langsam so ein bisschen aufpassen, denn diese Pläne hier, die werde ich auf keinen Fall verkaufen, denn mit denen können wir wirklich sehr, sehr schöne Sachen uns erschaffen. Beim Schmied sollte da irgendwann mal Bedarf sein. Und ich warte ja immer noch darauf, dass wir irgendwann mal planen,
ja, Plan 3 kriegen, was uns noch fehlt für das Schwert der Sieben. Welches ich mir irgendwann mal erhoffe, hier schmieden zu können, aber noch ist da irgendwie nichts in Sicht. Ich gehe mal eben kurz gucken, ob wir vielleicht noch irgendeine Gildenquest so nebenbei abgeschlossen haben. Und ja, dann müsste ich mal überlegen, wo ich jetzt nach dem Assistenten suche. Ich würde danach mal vielleicht noch mal kurz in die Bar zurückgehen und schauen, ob der sich da jetzt nicht vielleicht eingefunden hat und ob der vielleicht nur kurz irgendwie weggegangen ist, um sich was herzustellen. Vielleicht schenkt er uns auch diese Substanz, also diesen Trank, den er sich daraus basteln möchte. Was ich jetzt irgendwie nicht so cool finden würde, vor allen Dingen, wenn das so eine Sache wäre, die man einmal... Ach, guck mal, da ist er! Die man nur einmal verwenden kann. Der Gedanke, dass eine so schöne Frau in Wahrheit ein Mann ist. Ich glaube, das ist Gabriel auch schon ein paar Mal passiert, weil er auch immer irgendwie ein Auge auf irgendwelche Eulen geworfen hat und dann sich irgendwann schnurstracks wieder umentschieden hat. Wahrscheinlich haben sich beide in die gleiche verguckt. Ja, das ist unglaublich, diese Kerle. Donnerwetter, das sollte verboten sein. Tja, lieber Forscher, vielleicht hast du auch einfach nur einen total elendigen Geschmack. Nicht mal von einem Monster aufgefressen zu werden, wäre grausamer als eine solche Erfahrung. Ich meine, ich fühle mich, als hätte ich etwas für immer verloren. Nehmt euren Hungerlohn und lasst mich allein, mein Junge. Ich habe genug von Männern für heute. Boah, nee, oder? 400, ist das jetzt wirklich sein Ernst? Aber gut, er hat ja den Hungerlohn auch angekündigt. Und okay, er hat immer noch einen roten Blubbel überm Kopf. Und für mich hat sich die Mission jetzt aber offiziell abgeschlossen. Ich gucke mal eben kurz, ob wir jetzt hier noch eine offene haben. Ja, der Assistent. Der Forschertyp muss ein recht traumatisches Erlebnis gehabt haben, denn er schien recht bedrüppelt. Ich konnte nichts sagen, um ihn aufzumuntern. Oh, na gut, quatschen wir mal eben nochmal mit ihm. Vielleicht können wir ihn ja jetzt irgendwie aufmuntern. Das letzte Mal hat der Trank, den ich hergestellt habe, funktioniert und war doch gleichzeitig ein grausamer, grausamer Fehlschlag. Daher werde ich heute mit einer neuen Formel beginnen. Eine neue Herausforderung, eine neue Hoffnung. Von dieser Liste benötige ich 10 Tropfen Schwarzrosennektar, 5 Schattenbaumsamen und 2 Handvoll Kosmossand. Ich glaube, also von dem ein oder anderen Item müssten wir eigentlich einen ganz guten Überschuss haben. Boah, ich habe jetzt hier so einen Zettel vor mir, der irgendwie schon voll gekritzelt ist. 10 Tropfen Schwarzrosennektar, richtig, ja. Parasitenöl braucht er jetzt gar nicht, das kann ich ja also durchstreichen, und Schattenbaumsamen braucht er jetzt 5 und 2x Kosmossand, was wir bisher noch gar nicht gefunden haben. Okay, wahrscheinlich wieder am gleichen Ort. Jawohl, das sollen die Geheimzutaten für mein neuestes Gebräu werden. Verstanden? Also los mit euch, mein Assistent Nummer 1. Okay, also die Nummer 2 tut mir jetzt schon leid, insofern er sich überhaupt noch mal einen neuen Assistenten ins Boot holt. Tja, liebe Leute, aber diese Aufgabe, die werde ich mir dann erst im nächsten Part geben, denn ich muss jetzt erstmal für mich ein kurzes Päuschen einlegen. Wie gesagt, ihr habt knapp die Hälfte des ganzen Kampfes gesehen, den wir da in Ivaloks Nest gegen den grünen Gegner absolviert haben. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen und sage bis dann. Ciao, ciao.